Hallo YouTube-Welt, herzlich willkommen zu Myself zockt heute Invisible Inc. Und ich muss mich wirklich grausam zügeln, dass ich das Game nicht einfach mal schnell durchzocken will. Wir spielen einfach gerade dort weiter, wo wir das letzte Mal nämlich aufgehört haben. Und das ist bitte I think we're getting somewhere. Monster will explain. You guys are good at covering your tracks. You've been hitting the corpse for years. And they've never been able to follow you home. I guess they were too distracted fighting each other to bother. Or maybe you were considered a useful pawn. Enemy of my enemy and all that. What we do well. Well, you must have finally done something to get their undivided... One that could host Incognita. Right. Enough to wipe their secure... More, but that's jumping ahead. They're still looking for you. And then we can strike back. Well then, it's time for... Und zwar ist ja die Frage gewesen, ob ich da in Rom zuschlage, oder New York, oder Kabul, oder New Delhi, oder was auch immer. Ich hätte jetzt eben Perth vorgeschlagen. This is a private corporate prison. They hold high value targets there for interrogation. Chance gehabt, noch einen weiteren Agenten bekommen, aber die Abstimmung von den zahlreichen Leuten, die mitgemacht haben, da haben sich für, oder die Abstimmung hat für Rom. Most nanofabs have advanced security protocols to prevent unlicensed fabrications. The fabricator at this location has been compromised, so we'll be able to construct a wider range of items. Also, ich denke aber, das wird nicht ganz easy. Wir probieren es einfach und gehen einfach weiter. Weil ich wollte endlich wieder mal zocken hier. Hallo, was läuft? Also eben die Abstimmung hat ergeben, dass wir auf Rom gehen mit den lustigen Waffen. Oder die lustigen Waffen geholt. Greifen auf das Nanofab Festibül zu. Weiß nicht, ob das richtig übersetzt ist, aber ist mir auch gleich. Entkommen Leben, Finanzstile, Concern, Credits. So, das Üble. Jeder nach seinen Mitteln. Yeah. Also, komm, mach da gerade mal schnell den. Zack. Hack. Okay, jetzt gehst du mal da schnell durch die Tür schauen. Okay, okay. Ich gang jetzt mal davon aus, da hinten hat es keine Tür mehr. Nein, gut. Dann kannst du wieder da vorne kommen. Du machst die Türen auf. Jawohl, Decker. Und jetzt schauen wir mal. Schau doch zuerst um die Ecke, ob es eine Kamera hat oder etwas. Sieht nicht so aus, voll easy. Gehen wir einfach weiter. Und ich mache sicher nicht Türen auf, sondern beende einfach mal den Zug. Also. Ja. Wir sind eigentlich gut dran und gut drin, finde ich. Wir haben noch nicht viele Fehler gemacht in diesem Spiel. Ein paar sicher schon. Hat es da hinten etwas könnte sein, he? Aber doch, sieht nicht so aus. Gehen wir mal bis da hin. Aha, da kommen wir etwas über. Und das machen wir gerade die Energie. Ja, der Decker ist ja so ein ganz ein lustiger Typ. Jetzt kannst du hier eigentlich weiterlaufen, weil wir haben hier keine Gefahr. Ziel wäre, dass ich die mal da kann richtig upgraden und wieso kann ich das nicht klar, ich muss die zuerst entsperren, dann kann ich da 190 Credits stellen, yeah, das ist aber cool. Gut, dann schauen wir hier die Tür, da hat es aber ganz viel, hä? Warte doch, bis du hinten nachkommst. Oh, was ist es? Demons sind keine Programme, die Mainframe-Geräte beschützen. Werden bei Mega 1 Geräte ausgelöst. Verschiedene Demons haben verschiedene Effekte, aber alle von ihnen werden wehtun. Sei vorsichtig, Operator. Wo ist denn so ein Demon? Habe ich das irgendwie verpasst? Fire Second Nanofabrikator. Konzern safe, Geschütz, Stromversorgung. Okay,
Also, wir müssen da irgendwie da rüberkommen. Für das brauche ich aber zuerst... eine Karte. Und sonst muss ich da durch. Und ich traue mich da jetzt noch nicht aufzumachen. Darum gehen wir einfach mal in die nächste Runde. Jetzt getraue ich mich, da aufzumachen. Okay. Da haben wir irgendwie ein Zeichen gemacht. Aber ist, glaube ich, noch alles gut gekommen, oder? Gehen wir da reinschauen. Ja, da wird es auch irgendwo wieder ein Kasten. Oh. Aha. Dieser wird vom Feind beobachtet. Wie weit kommst du? Du kommst bis da hin. Das ist ja schon mal gut. Mhm. Du kannst bis wo hin? Eigentlich möchte ich bis da hin, das geht aber nicht. Ich mache mich, glaube ich, einfach schnell unsichtbar. Komm. Dann geht der dort schauen. Ich komme rein und kann da Server. Ja, komm, ich mache mich unsichtbar. Und... ja, also, das ist jetzt gleich, wenn ich unsichtbar bin, kann ich jetzt hier einfach rein. Oder? Behaupte ich jetzt einmal. Das mache ich auch, komm, egal. Gut, denn du machst hier einen Hinterhalt. Und wir schauen, was läuft. Leck, die KI ist zum Teil recht blöd. Ja? Geht einfach dort hin, wo... Um etwas gehört, kommt das Entsperren. Durch ein Daemon. Kugelfisch-Daemon. Der Konzern installiert Kugelfisch-Daemon. Was heißt das? Ja, also jetzt komm, gehen wir da rein. Aha. Flächenbrand, Cooldown wieder. Dann Energie. 5 Energie plus 1 auf alle Firewalls. Die wären noch geil, aber ich habe gar keinen Stutz. Ich muss zuerst noch einen Stutz haben. Also, weißt du was? Tu doch du mal. Genau, 140 Credits stellen. Und. Shoppen. Ja, dann gehen wir shoppen. Du. Ah, du machst die Türen zu. Das war eigentlich nicht der Sinn und Zweck von dieser Sache. Geh da mal shoppen. Faultunterbrecher. Ich kann auch seine Energie und den Umsatz. Was ist der Durchschlagscanner? Ein Fall von Sensoren und KI-Routinen, die Schwachstellen in ballistischer Rüstung analysiert. Gewährt Fernkampfwaffen plus 1 Rüstungsdurchschlag. Schön. Okay, Aufladepack, Paralysator, Schockfalle. Ich habe einfach zu wenig Geld. Da könnte ich noch Geld holen, aber ich werde eigentlich zuerst hier noch drüber schauen. Gut, das ist nicht. Da gehen wir gerade rein. Wir machen die Tür hinter uns zu. Jetzt du. Gehst du mal. Kannst du den bis dahin schleifen? Das wäre eigentlich noch cool. Schleif doch den bis dahin, ja. Dann lass ihn lockieren, mach Türen zu und was heisst das? Pin?
Diese Einheit ist jetzt hier im Code, der Countdown wird passiert, während die Einheit gepinnt ist. Ah, okay. Also das heisst, wenn ich da drauf stehe, dann bleibt der am Boden liegen. Ah, das ist ja gut. Nehmen wir die 190 Credits zu uns und gehen in die nächste Runde. Ah, das ist gut zu wissen, der ist pinnt. Okay. Alright. Das finde ich jetzt mal eine gute Erfahrung, die ich da gemacht habe gerade. Wenn ich jetzt hier reinstehe, wirst du mir wahrscheinlich... Nein, du schaust ja hier rauf. Komm, machen wir die Türen auf. Schau um die Ecke. Dort steht einer. Okay, schwere Sicherheit. Benötigt rüstungsdurchschlagende Waffen. Das ist eben der hier, glaube ich, nicht, oder? Aus. Ja, mal kommt, das wird schon lange. Aber ich komme nicht an den einen. Wo stehst du? Status patrouillierend. Da hinten. Okay. Dann können wir einfach dort bleiben. Der hätte nicht einmal gecheckt, dass ich die Türen aufgetan habe. Hast jetzt du eigentlich die Karte? Ja, also das heisst, ich kann mit dir hier durch. Und ich glaube, das mache ich eben auch. Und dann setze ich dich da hinten ab. Du brauchst dann nämlich ein Zeit, bis du da bist. Oder? Also, wie weit kann ich dich schleifen? Ja, ich bin nicht zu weit. Aber komm, ich mach das jetzt. Schleife dich da rein. Und mach jetzt da mal zu klein. So, und jetzt probiere ich, ob das funktioniert. Aber zuerst gehe ich hier mit dem da durch, mache die Türen auf. Gut, da ist niemand drin. Jetzt schleife ich dich da über und setze dich wieder ab. Und ich könnte dich jetzt... Nein, du bist ja noch 3 Runden gepinnt. Theoretisch müsste ich dich gar nicht fertig machen, weil du wirst da wahrscheinlich nur hin und her patrouillieren. Gehen wir mal da, so, ja, zack, schauen wir mal da durch. Ich habe nur noch ein AP leider. Ja, dann gehen wir in die nächste Runde. Oh nein, ich depp, jetzt bin ich da hinten völlig gefangen. Hä, super. Du gehst wieder hier rein, machst die Türe zu und gehst hier rauf. Kannst nicht hier durchschauen, mit dir muss ich jetzt hier warten, weil der kommt hoffentlich nicht mehr hier durch, ja. Das ist gut, also. Nein, jetzt mache ich mit dir hier mal die Tür auf. Lauf hier rein. Mache die Türe zu und... 2 Energie durch Dämon entzogen. Das habe ich noch nicht so ganz gecheckt, wieso das so ist. Ich brauche zuerst mal Stutz. Still. Ah. Ein Schwarmzerläufer. Nanobots. Ha, super, die Lösung aus Nährstoff, Antibiotika und synthetischen Blutgefäßen schwimmen. Schmeckt wie Guave. Belebt einen sterbenden Agenten wieder. Ich habe das eigentlich schon, aber ich nehme es noch einmal mit, weil vielleicht kann ich das ja dann wieder mal einmal brauchen. Da mal hacken, dass ich wieder mindestens 1 Energie überkomme. Mit dir machen wir jetzt da Türen auf, die ich eigentlich will. Ja. Dann kann ich da nicht drahtlos hacken. Kann ich das nicht drahtlos hacken? Stellt 3 Energie, hackt das Konsole, um Energie zu gewinnen. Oh, jetzt habe ich glaube einen Fehler gemacht. X ist jetzt gerade eben im Fall gemacht, aber wenn jetzt der Typ da aufwacht, nein, der hat ja noch 3 Runden, bis dann bin ich da wieder weg. Schau jetzt, da kann ich doch so machen, drahtloser Hack, sage ich ja.
Gut, zu gut. Okay, jetzt sind irgendwelche Kameras aktiviert. Das interessiert mich eigentlich nicht. Aha, mal. Ui, okay. Aber weißt du was? Decker, du gehst jetzt zuerst hier hin. Schaust du da durch. Oh, da ist der Lift. Okay. Oder andere ist, weiss ich gerade nicht. Muss ich wahrscheinlich auch zuerst hier durch schauen. Er schaut natürlich genau in meine Richtung. Das heisst, ich muss dich abschalten. Gut, spannend. Okay, ich muss mit dir in dem Fall. Ist echt da hinten noch irgendetwas? Wahrscheinlich nicht. Ich muss da rauf. Und da komme ich nicht durch. Wieso nicht? Weil. Mach nur so. Da haben wir alles, da haben wir alles. Also ja, komm, du musst. Da oben. Gut. Mit dir warte ich noch, bis ich die Tür noch mache, weil du läufst jetzt hier einfach wieder hinterher. Genau. Jetzt, er ist aufgestanden und kommt wahrscheinlich dann. Er nähert sich dieser Position. Theoretisch könnte ich ihn jetzt gerade wieder fertig machen. Aber ich muss zuerst den Decker holen. Mach die Tür auf. Das gehörst du ja nicht. Du bist ja blöd. Nein, Entschuldigung. Hat sich da hinten Türen? Wollte ich das wissen, ob es da hinten eine Tür hat? Wahrscheinlich nicht. Nein, war. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dort hat es nichts. Verschwinden, machen die Türen zu. Und verschwinden so. Jetzt. Du gehst ja da für. Ja, eigentlich müsste ich dich da schon fertig machen. Dass ich nachher. Ich gehe kein Risiko ein. Mach den K.O. Jetzt pinne ich ihn schnell. Komm, zu beenden. Ich hätte den Typ dort hinten gleich fertig machen sollen, glaube ich. Ich werde einfach schnell schauen, ob das geht. Nein. Geht nicht. Aber ich kann noch stellen. Okay. Dann stelle ich doch mal ein bisschen Credits. Den kannst du behalten. Und gehe wieder hier rein. Mach die Tür zu. Und ja, ist doch gut. Ich wusste, dass ich. Ist gut, dass ich den wenigstens so können. Jetzt fertig machen. Hier sieht mich niemand. Also gehen wir einfach mal weiter. Ah, drahtloser Scanner. Öffne Inkognita. Die Kamera da hinten ist mir eigentlich gleich. Konzern safe. Stromversorgung, die wäre so cool. Das wäre einfach dich, aber da hätte ich vorher schon sollen. Sicherheitskamera, ja, die kann noch warten, bis der Decker kommt. Gut, also weiter geht's, Decker. Du kannst den finden da. Das finde ich recht cool. Kann ich jetzt dir noch. Nein, komm, das ist schon gut. Du schaust schon mal da rein. Da sieht es aus, als hätte es noch einen Safe. Den nehmen wir natürlich mit. Ui, der hat sich aber auch gelohnt. Da siehst du ja nicht. Gut, zugelegt. Too many credits? Rectify that problem at this nanofab. Nanofab? Ist das der Nanofab? Ah, Nanofabrikator. Okay. Also machen wir die Türen auf. Ich sehe, da hinten hat es nichts. Ja, dann gehst du mal rein. Mach
machst die Türen zu und lauf mal da rein. Ah, da kann ich da den WLAN hacken. Und ich kann doch noch einen anderen WLAN hacken, habe ich gemeint. Ich habe doch noch einen gesehen. Nein, sieht nicht so aus. Okay. Ja, die Mission dauert schon einiges länger. Ich muss den Schluss endlich da hindern wieder. He? Also, wo schleifen wir die hin? Ich glaube, wir lassen dich da. Aber ich pinne dich einfach da noch ein bisschen am Boden unten. Das ist schon okay. Du kannst das alleine machen. Ja, ja. Wobei, wenn da einer kommt, mache ich da lieber rasch mal schnell die Tür zu. Man weiß ja nie. Und mal, ich könnte dich eben schon da oben schleifen. Komm, das mache ich. Gut, setz ihn am Boden, da pinnen wir ihn. Und ja, ich denke, das war schon mal der erste Teil von dieser Mission Nummer 4. Darum würde ich sagen, ja, wir machen in der nächsten Folge weiter. In dem Sinn, danke, bist du dabei gewesen. Ich bin mich selber und du bist, was du bist.